Warum dieses Jahr entscheidend für uns sein wird, möchte ich mit dir in dieser Folge teilen und dir Mut machen, deinen ganz individuellen Weg zu gehen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe glücklich Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Heute Morgen rief mich ein naher Verwandter an und eröffnete das Gespräch mit den Worten: Linda, mir geht es gut, bitte mach dir keine Sorgen bei dem, was ich dir gleich erzähle, okay? Ich mag solche Einleitungen überhaupt nicht, da sie mich direkt entgegen der Intention erstmal ordentlich nervös machen. Er erzählte mir, er sei erkältet und hat sich entschlossen, heute nicht ins Büro zu fahren. Und dass ihm diese außerplanmäßige Freizeit eine innere Freiheit geschenkt hat, durch die er für sein Empfinden total verwegene, doch längst fällige Entscheidungen getroffen hat. Ich verkniff mir die Bemerkung, dass ich mir wegen des verwegenen Mutes gar keine Sorgen machen würde. Ganz im Gegenteil, das abgeschaltete Denken zugunsten der Obrigkeitshörigkeit besorgt mich in der Regel viel mehr. Aber er war total fasziniert davon, wie sehr das Hamsterrad uns in unseren alltäglichen Entscheidungen beeinflusst und es uns schwer macht, innovativ über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen und ich muss sagen, ja, das stimmt. Und diese Erkenntnis möchte ich zum Anlass für diese Folge nehmen, denn das Jahr 2022 ist auch ein Jahr der Herzensentscheidungen. Damit wird dieses Jahr für viele von uns sehr entscheidend sein und unseren weiteren Lebensweg einschneidend beeinflussen können. Wir alle, doch auch besonders all jene, die stark vom Alltag durch routinierte Verpflichtungen eingebunden sind, sei empfohlen, sich Zeit zu nehmen, um immer wieder zu überprüfen, treffe ich meine großen und kleinen Entscheidungen aus Angst oder aus dem Herzen heraus. Wir können es zu einem schönen Ritual machen, immer wieder in uns zu gehen und unser Herz zu befragen. Gibt es Bereiche, in denen ich eine Entscheidung vor mir herschiebe oder faule Kompromisse eingehe? Was würde es für den entsprechenden Themenbereich bedeuten, wenn ich keine Angst hätte? Wie würde ich mich dann entscheiden? Warum tue ich das nicht? Was ist meine Angst dahinter und wer oder was kann mir helfen, sie zu überwinden? Das können zum Beispiel Fragen sein, die uns der Aufgabenstellung für 2022 näher bringen. Denn Angst hält uns in Abhängigkeiten fest und das geht immer zu Lasten unserer Lebendigkeit. Wir verbiegen uns, verstricken uns immer tiefer in Machtspiele und merken irgendwann überhaupt nicht mehr, was unsere wahren Bedürfnisse und Seinspotenziale sind. Dieser Angstteufelskreis sorgt neben den falschen Entscheidungen nicht selten für Lustlosigkeit, depressive Verstimmungen und Süchte. Im Hinblick darauf, dass der Übergang in die neue Zeit ein Wandel unseres Bewusstseins ist, und dieser Prozess noch einige Zeit andauern wird, möchte ich dich gerne motivieren und uns alle, einschließlich mir, daran erinnern, dass es ein guter Weg ist, dem unbequemen Weg des Herzens zu folgen. Unbequem ist unser Herzensweg deswegen, weil wir es nicht gewohnt sind, zu uns zu stehen. Wir laufen dann Gefahr, verletzt und abgelehnt zu werden, wenn wir authentisch sind. Diese tief sitzende Angst vor der verletzenden Ablehnung versperrt uns echte Beziehungen sowie ein echtes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich habe vor ein paar Tagen selbst gemerkt, wo ich mich verbiege, meine Wahrheit aus Rücksichtnahme nicht ausspreche, bis mir bewusst geworden ist, dass meine Rücksichtnahme letztendlich ein Scheinheiligenschein ist. Ich hatte einfach Schiss, zu meiner Wahrheit zu stehen. Sobald mir das bewusst wurde, habe ich den Stier bei den Hörnern gepackt, für Klarheit gesorgt und es ausgehalten, dass der andere das erstmal für sich sortieren musste. Eine sehr wertvolle Erfahrung darin war, dass ich selbst sofort Frieden in meinem Herzen hatte, was mir aufzeigte, wie sehr mich die angstvolle Rücksichtnahme vorher belastet hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn wir wahrhaftig sind, haben wir eindeutig mehr Stabilität im Leben und ziehen Dinge und Menschen an, die uns weiterbringen.
Ansonsten bekommen wir immer wieder Situationen eingeschenkt, die uns schmerzhaft lehren, unsere Angst zu erkennen und diese zu überwinden. Und sind wir mal ehrlich, der Wandel in ein lichtvolles Zeitalter, und zwar für alle Lebewesen auf unserem Planeten, wird noch einiges von unseren gewohnten Strukturen in den Umbruch zwingen müssen. Der Prozess der Umwandlung wird noch einige Zeit andauern. Und dafür ist es wichtig, also zwingend notwendig, glaube ich sogar, dass wir in unsere Kraft und in unsere Gelassenheit kommen. Vergessen wir niemals, bei allem, was ist und bei allem, was uns beschäftigt, wir sind der Wandel. Und dieser wird nicht durch das Aufheben der Maßnahmen bewältigt sein. Dafür sitzen die Wunden zu tief. Und es geht vor allem um viel, viel mehr. Unsere Ängste halten uns in den gewohnten Machtstrukturen gefangen. Und diese sind dem Untergang geweiht. Unsere Herzenskraft jedoch ermöglicht uns Hingabe, den Übergang aktiv und gelassen zu unterstützen. Sie schenkt uns eine übergeordnete Sicht, Geduld, Eigenverantwortung, Mut und Flexibilität. Durch unsere liebende Herzenskraft erhöhen wir stetig unsere Frequenz und damit schwingen wir in Synchronizität mit der höheren Ordnung. Das kann ein wunderschöner Prozess sein, in dem wir uns täglich neu entdecken und die vielen Facetten des Lebens als Wachstumschancen wahrnehmen. Ob das Leben dadurch leichter wird, weiß ich nicht. Aber die anstehenden Herausforderungen sind für uns leichter zu bewältigen und unser Lebensgefühl ist lebendig, lösungsorientiert und freudvoll. Angst fordert nach Sicherheit und lässt uns das Leben oder Lebensbereiche als Kampf erfahren. Liebe fordert Vertrauen und durchlichtet selbige Situationen. Lasst uns immer wieder innehalten, annehmen, was ist und unser Vertrauen in uns selbst sowie in das Leben stärken, bevor wir uns wieder in die Fluten des Alltags stürzen. Auf unserem Planeten herrscht seit Jahrtausenden eine Macht, deren Zeit nun abgelaufen ist. Der sich aufbauende Druck ist ein Ausdruck von Angst, vor die Hunde zu gehen. Wenn wir verstehen, dass der Griff nach Macht durch das Patriarchat die weibliche Urkraft der Liebe verdrängt hat, erkennen wir, wie wichtig es ist, die weibliche Urkraft zu erwecken und sie bewusst zu leben. Wir brauchen neue Gesellschaftsstrukturen, die durch das vorherrschende Patriarchat schlichtweg nicht hervorgebracht werden können. Die patriarchalen Strukturen streben nach Funktionalität. Diese sind lieblos, leer, ausbeutend und lebensfeindlich. Die weibliche Urkraft strebt nach Liebe, Mitgefühl, Gemeinschaft, Gleichwertigkeit, Kreativität, Freude und Berührung. Es ist ein Wandel, der so unfassbar gigantisch ist und alles andere als einfach. Wisse, alles, was gerade ist und sein wird, dient uns, den fehlenden Teil der weiblichen Schöpferenergie auf die Erde zu holen. Und das geschieht durch uns hindurch. Betrachten wir die Dinge mit den Augen des Übergangs. Was uns ärgert, lehrt uns Geduld. Was in den Verlust geht, hilft uns, auf eigenen Füßen zu stehen. Was uns verletzt, fordert von uns Vergebung und Mitgefühl. Was uns unterdrückt, offenbart uns unsere Macht. Was wir ablehnen, leitet uns zur bedingungslosen Liebe. Was uns Angst macht, schenkt uns Mut. Was wir nicht kontrollieren können, befähigt uns, loszulassen und dem Leben zu vertrauen. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.